Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Heute mal wieder zu einem Tutorial in unserer beliebten Hardrock-Krillo-Kolonie, die mittlerweile ja beendet wurde. Aber das Let's Play dazu könnt ihr euch immer noch anschauen, aber darum soll es hier heute nicht gehen. Ja, viele haben mich in den letzten Tagen gefragt, wie kann man denn Wasser vernünftig reinigen? Also reinigen in dem Sinne, dass man die Keime, die hier doch reichlich vorhanden sind, rausbekommt. Da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit und die möchte ich euch in diesem Video zeigen. Was wir dafür brauchen, ist einen Raum, der mit Chlor gefüllt ist. Das kann man zum Beispiel so machen, indem wir hier so eine Wasserschleuse machen und nur Chlor da reinlässt. Man kann das auch anders machen, aber einfach mal, um es euch zu zeigen, habe ich das Ganze hier so gebaut. Ja, was wir dann brauchen, ist hier eine Pumpe, die man sieht. Wir brauchen einen Flüssigkeitstank und von hier pumpen wir das Wasser hier durch. Dann brauchen wir hier eine Rohrbrücke, die ist wichtig. Ich erkläre euch gleich noch warum. Und hier läuft das Wasser dann weiter in den Tank, läuft hier wieder raus und hat dann hier ein Ventil, wo es zwei Möglichkeiten gibt. Möglichkeit 1 ist wieder zurück in diesen Kreislauf. Möglichkeit 2 ist hier raus in unseren Tank, wo wir nachher das saubere Wasser reinpumpen wollen, das nicht mehr verkeimt ist. So, natürlich gibt es jetzt hier noch so ein paar Kniffe zwischendurch. Zum einen haben wir hier unten einen Flüssigkeitsregler, der steht jetzt auf 10.000 Gramm. Das heißt, der kann das Maximale, was durch die Leitung durchgeht, durchlassen. Das werden wir gleich umstellen. Warum, erkläre ich dann. Hier unten haben wir einen Rohrflüssigkeitskeimsensor. Den findet ihr genauso wie den Flüssigkeitsregler, den wir hier hatten. Und das Ventil, das hier drüber ist, unter Sanitär. Und ja, diesen Flüssigkeitstank, falls ihr euch danach fragt, den könnt ihr hier finden unter Basis. Muss natürlich alles erst erforscht werden, das ist klar. So, und zwar ist der hier so eingestellt, der Rohrflüssigkeitskeimsensor, dass wenn wir unter einem Keim sind, das heißt bei 0 Keim, dann soll sich das Flüssigkeitsventil öffnen und die Flüssigkeit hier durch die Leitung in unseren neuen Tank laufen lassen. Natürlich kann man hier auch schon direkt das Wasser zu einer Küche pumpen oder zu Pflanzen oder wohin auch immer ihr es für die Sauerstofferzeugung gibt, ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Wenn es ein Keim oder mehr sind, dann soll das Ventil geschlossen bleiben und das Wasser soll hier in unserem Reinigungskreislauf bleiben. So, ich schalte das Ganze jetzt mal an, dafür habe ich mir hier einen Hydrosensor gebaut. Man hätte das auch anders machen können, aber so ist es einfacher, gerade das Ganze ein- und auszuschalten. Wir beginnen jetzt hier, pumpen hier 10 Kilogramm Wasser pro Sekunde durch die Leitung. Und man sieht schon, was passiert. Das Wasser läuft hier rein und es kreist jetzt hier die ganze Zeit. Warum das so ist, dass hier jetzt nicht mehr Wasser nachläuft, erkläre ich euch kurz. Diese Rohrbrücken verhalten sich so, dass ja eigentlich, man möge sich mal das hier jetzt wegdenken, das Wasser hier durchläuft, das läuft durch die Brücke und dann hier rein. Ursprünglich oder eigentlich ist der Gedanke dieser Rohrbrücken, dass man damit, wo kann ich das denn mal jetzt, hier kann man es gut zeigen, an dieser Position hier, dass wenn man zwei verschiedene Leitungen hat, einfach die eine über die andere drüber herläuft. Ne? Hier machen wir uns eine zweite Eigenschaft dieser Rohrbrücken zunutze, nämlich das Wasser, das direkt in den Ausgang der Rohrbrücke durchläuft, dass es vorrangig behandelt wird vor dem Wasser, was durch die Rohrbrücke, durch die Brücke hier durchlaufen würde. Deswegen kommt hier dann kein Wasser dazu, sondern es kreist oder zirkuliert hier die ganze Zeit. Was wir jetzt machen, wir können uns auch nochmal schnell hier anschauen, dass in diesem Wasser, hier kann man es sehen, dass in diesem Wasser 800 Keime drin sind. Wenn wir jetzt hingehen und diesen Flüssigkeitsfilter umstellen auf, sagen wir mal, nur noch 1000 Gramm pro Sekunde, dann wird das natürlich hier gebremst und hier laufen nur noch 1000 Gramm pro Sekunde durch. Allerdings füllt sich das Wasser hier trotzdem auf, weil eben von oben aus Wasser dann wieder durch die Rohrbrücke dazu kommt, was vorher ja nicht möglich war, weil die schon ausgelastet war. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu kompliziert erklärt, ansonsten fragt einfach, dann werde ich es nochmal versuchen anders zu formulieren oder in den Kommentaren dann auch gerne nochmal erklären. So, was jetzt passiert? Dieser Flüssigkeitstank füllt sich, das war vorher nicht möglich, weil es ja die ganze Zeit zirkuliert ist.
Und das Wasser, das sich hier drin auffüllt, wir sehen jetzt schon, das sind schon 300 Kilo. Da sind natürlich hier die Keime drin. Und dieses Wasser, das jetzt hier in dem Tank drin steht, das kann auch gereinigt werden. Wenn wir jetzt einfach mal schneller laufen lassen, dann sehen wir, dass das Wasser hier drin sehr schnell sehr viel mehr wird. So. Also das System hier ist soweit verstanden. Da unser Keimsensor hier anzeigt, dass Keime vorhanden sind, lässt er natürlich nur das Wasser so durch. Was wir jetzt mal machen ist, wir schalten die Pumpe hier oben wieder aus und unterbrechen damit die Zufuhr an Wasser. Jetzt ist hier Schluss, da kommt jetzt kein Wasser mehr dazu. Und jetzt kann unser System hier die volle Stärke entfalten. Die Keime, die hier jetzt drin sind, werden jetzt noch sehr viel schneller gereinigt. Und das geht dann hier eben, wie gesagt, durch die Leitung durch. Und wenn wir jetzt hier mal auf unseren Sensor beobachten, werden wir sehen, dass wir irgendwann gleich Null erreichen. Nämlich das Wasser, was hier dann durchläuft, hat keine Keime mehr. So, und jetzt öffnet sich hier dann die Automatisierung, die wir hier gebaut haben. Die zeige ich auch gleich nochmal. Und das Wasser kann hier abfließen. Wir haben null Keime im Wasser. Und das läuft jetzt hier in den Tank. Und wenn wir uns hier mal das Keim-Overlay anschauen, sehen wir, wir haben 5 Keime drin. Es hat also nicht funktioniert. Nein, es gibt eine mini-kleine Schwäche dabei. Und zwar ist das, wenn wir hier in dem Moment, wo es umspringt, da kann sein, dass da noch ein bisschen was an Wasser mit Keimen drin ist, weil hier ist die Automatisierung, die springt um und hier ist dann ja noch ein bisschen Wasser, was vorher hier drin war. Und das läuft dann hier noch kurz rein. Aber jetzt sehen wir schon, jetzt sind auch die letzten Keime hier verschwunden. So, das Ganze können wir jetzt laufen lassen und auch hier sehen wir natürlich, bis diese 594 Kilogramm abgelaufen sind. Das dauert jetzt einen Moment, weil ja dieser Flüssigkeitsregler hier auf 1 Kilo steht. Man kann ihn auch auf 5 Kilo stellen, das ist egal, dann füllt sich das System langsamer. Hier oben, wir können das ja mal machen, indem wir es jetzt auf 5000 Gramm stellen, dann läuft es hier schneller ab. Aber das Ganze soll natürlich eigentlich auch so laufen, dass wir hier diesen Zufluss an Wasser gar nicht unbedingt unterbinden oder unterbrechen. Und jetzt kommt Wasser dazu. Das läuft hier jetzt mit rein und dann können wir auch hier gleich wieder sehen, wir haben sofort wieder Keime im Wasser. Und schon wird gleich, sobald das erste Mal was davon läuft, man sieht es jetzt hier schon, wird das Ventil wieder geschlossen und jetzt muss das erst wieder gereinigt werden. Ja, das war im Grunde das Tutorial zum Wasserreinigen. Ich wollte euch jetzt ja nochmal kurz hier die Automatisierung zeigen. Also man baut den Rohrflüssigkeitskeimsensor, man baut das Flüssigkeitsventil. Das Ganze wird dann hier mit einem Automatisierungskabel verbunden und die Einstellungen eben so vornehmen, wie sie hier zu sehen sind. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Was ich euch auf jeden Fall noch empfehlen möchte, ich habe ein Video auf meinem Kanal, das heißt, was ihr über Wasserkühlen in Oxygen Not Included wissen müsst. Da habe ich es meiner Meinung nach sehr gut erklärt, warum viele in vielen Fällen viel zu viel Wasser kühlen, wo es gar nicht unbedingt nötig ist. Und deshalb würde ich euch empfehlen, das Video anschauen. Es wird euch zu 95% helfen. Es sei denn, ihr seid sowieso schon absolute Experten, dann könnt ihr da nichts mehr dazu lernen. Ja, außerdem habe ich auf meinem Kanal viele Let's Plays zu Oxygen Not Included, auch aus den verschiedenen Patch-Versionen, die es im Early Access gab. Und ja, auch noch weitere Tutorials, da kommt auch regelmäßig was dazu und ja, würde mich über ein Abo oder ein Like von euch freuen, natürlich genauso über einen Kommentar. Ja, und hoffe, vielleicht sieht, liest oder hört man sich mal an anderer Stelle. Also macht's gut, bis bald, euer Krillo.